Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Akinator. Und ja, ich bekam die Idee, dass ich heute Akinator spiele per Instagram. Also mir hat jemand geschrieben, ob ich mich das nächste Mal bei Akinator selbst suchen kann. Und normalerweise mache ich das auch jedes Mal, wenn ich Akinator spiele. Außer letztes Mal habe ich es nicht gemacht. Ich habe es erst zweimal gespielt auf meinem Kanal. Ja, also ein von zweimal habe ich mich selbst gesucht. Und heute möchte ich mich wieder selbst suchen, ob Akinator mich kennt. Ob er mich noch kennt, und dann würde ich sagen, ich gar nicht lang drum rum und fange direkt an. Also, du befindest dich jetzt schon in Akinator. Und ja, erste Frage: Ist deine Figur männlich? Ja, wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Zweite Frage: Wer weiß, dass ich YouTuber bin? Spielt deine Figur auch Minecraft? Ja. Nee, Concraft dazu tun. Außer, dass ich ein Fan von ihm bin? Nicht. Also, nein. Privat: Spielt deine Figur Roblox privat? Ja, im Video, also auf meinem YouTube-Kanal. Nicht, vielleicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal spielen soll. Aber ja, deine Figur Roblox, also ich sag jetzt mal nein. Wo lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Spielt deine Figur Schach? Ich hätte irgendwie vor, dass ich Schach lerne, aber ich würde jetzt mal sagen, jetzt kann ich es noch nicht. Alle paar Monate spiele ich es mal, aber ich hätte wirklich vor, dass ich öfter Schach spiele, dass ich es lerne. Deshalb würde ich sagen, ich weiß nicht. Macht deine Figur Videos auf Englisch? Nein. Kommt deine Figur aus? Ja, ja. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Nein. Ist deine Figur entsprechendes? Nein. Spielt deine Figur bei Minecraft? Nein. Ist deine Figur älter als 100 Jahre? Nein. Hat deine Figur einen Minecraft-Kanal? Ja. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Grün zu tun? Ich mache ja bei meinen Videos immer ein grünes Herz dazu und das soll einfach so ein Symbol sein. Und ja, also ja, mit der Farbe Grün zu tun, ja. Ist deine Figur eine saftige Melone? Nein. Stammt deine Figur aus einem Buch? Nein. Kommt deine Figur ursprünglich aus Österreich? Ja. Hat deine. Nein. Nein. Eine berühmte Bruder schon, aber berühmt nicht. Nein. Löst deine Figur Gewalt? Naja, ich habe es mal zwischen zwei Katzen gelöst, als ich meine Katze mit einer anderen Katze angefocht hat und gestritten hat, da habe ich die Gewalt sozusagen gelöst, aber deshalb würde ich sagen, naja, obwohl, nein. Ist eine Figur älter als 17? Nein. Hat eine Figur drei Enkel? Nein. Blocky, nein. Geben wir ihm noch eine Chance. Ja, machen wir weiter. Hat deine Figur über, also mehr als 1000 Abonnenten? Nein, leider nicht. Hat deine Figur eine Roboterhand? Nein. Gibt es eine Figur in Wirklichkeit? Ja. Hat deine Figur Söhne? Nein. Ist deine Figur... Da muss ich sagen nein, weil sonst denkt er mein Bruder, ich, ja, ich weiß nicht. Hat deine Figur blondes Haar? Nein. Ist deine Figur aus Metall? Nein. Benutzt deine Figur Facecam? Ja, benutze ich. Ja. Hat deine Figur einen älteren Bruder? Ja. Einen berühmten Bruder? Nein. Mag deine Figur Saft? Kommt darauf an, welchen Saft? Zum Beispiel, ja, zum Beispiel so Ananassaft oder sowas trinke ich lieber als Apfelsaft oder sowas. Ist Lieblingsfarbe deiner Figur grün? Ja. Grün und blau und sowas. Nein, jetzt schauen wir mal an, wen denkst du? Flüschi? Flüschi YouTuber. Bravo, sie haben mir eine Falle gestellt. Ja, jetzt hat er mich nicht erraten. Schade. Dann würde ich sagen, weil wir es hier gerade sehen oder gesehen haben, nehmen wir Kevin allein zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, ist ziemlich lustig, spielen sie meistens auf Weihnachten. Schöne Figur, aber deshalb würde ich sagen, Kevin, allein zu Hause. Ist deine Figur weiblich, ne? Lebt deine Figur, wenn ihr euch fragt, warum hier unten steht, Kevin McAllister? So heißt er in der Serie. Also im Film Kevin allein zu Hause und New York und so. Lebt deine Figur in Deutschland? Ich weiß nicht. Kennst du deine Figur persönlich? Nein, eigentlich nicht. Wurde deine Figur nein? Gibt es eine Figur? Ich weiß nicht. Ist deine Figur ein Schauspieler? Ja. Ist eine Figur aus einem Film? Minecraft Skywars? Nein, denke ich nicht. Nein. Nein, ich glaube nicht. Deine Figur in Paris? Glaube ich nicht. Nein.
hat eine Figur dunkle Haare, im Film nicht. In echt weiß ich nicht. Steht die Figur bei AEW unter Vertrag? Nein, nicht. Ich möchte auch jetzt nicht zu oft wahrscheinlich oder wahrscheinlich nicht nehmen, weil dann denken sie vielleicht, ich bin ein Typ, der immer nur zockt. Das gibt es wirklich als Antwort. Ihr könnt wirklich mal unterschiedliche Antworten nehmen, einfach ja, nein, irgendwas. Und dann kommt ein Typ, der immer nur zockt als Antwort. Also machen wir weiter. Gibst du deiner Figur Geld? Nein. Denkt deine Figur, denkt den Film, denkt ein Film den Namen deiner Figur als Titel? Nein. Na wohl? Eigentlich schon, irgendwie. Naja, man kann sich jetzt drum streiten. Kevin allein zu Hause heißt der Film. Und im Film heißt der junge Kevin. Also, theoretisch ist der Name drinnen, aber nicht ganz. Deshalb würde ich mal sagen, ja, eigentlich schon. Besondere. Diesen Film, also Kevin allein zu Hause oder New York, wird immer auf Weihnachten gespielt. Wo auch immer zu Weihnachten etwas schief läuft. Also, ja. Ganz ehrlich, Respekt. Ja. Genau. Kevin. Figur 2761 mal gespielt. Ja. Komm. Dann würde ich sagen, ja. Was auch also Leute, danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Morgen spiele ich wieder Minecraft. Und morgen bauen wir einen Kuhstall für unsere Kühe, die wir in der letzten Minecraft-Folge gefunden haben. In der vorletzten Minecraft-Folge gefunden haben. Und für die bauen wir morgen einen Kuhstall. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin, tschüss.